Ach, so, meine Lieben, endlich ist es soweit. Das lang ersehnte Finale steht vor der Tür und klopft auch schon an. Aber bevor wir mit Dolph den Boden wischen oder die gesamte Map aus der Verankerung reißen, so wie es sich gehört, es wird richtig Rache geben. Richtig Rache wird es geben. Habe ich euch schon gesagt, dass es richtig Rache geben wird? Okay. Aber vorher müssen wir noch was erledigen. Der Showdown ist sicherlich hier in Chumeria. Wir gehen nochmal nach Glasgow City, um ein bisschen was klarzustellen. Und zwar die Items. Wir werden... Ich glaube, Äxte haben wir nicht. Wir gehen erstmal in den Shop und kaufen für Dolan eine... Guten Tag, was wünschen die? Halt bloß dein dreckiges Maul. Und werden für Dolan erst... Quatsch, doch nicht bei Armor. Bei Weapon werden für Dolan eine Great Axe kaufen. Ja, plus 27, weil die Gold-Axt... Ja. Ja, das Gebrauchte kannst du haben und den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. So, Armor brauchen wir, glaube ich, nicht. Genau. Und ich glaube, Kira hat noch die, Ragnarok-Axt. Ja. Und, sorry, ich gebe sie Grog, weil Grog mit der Ragnarok schaut gern unter den Rock und rockt natürlich ordentlich. Somit ist er der zweitstärkste Nahkämpfer hier. Mit 39 Schaden. War doch so, oder? Ja, genau. Okay, das war das. Alle haben... Nee, Moment, alle haben nicht. Moment, was sage ich hier? Da war wünschen die... Ja, ich würde gerne was verkaufen. Und zwar aus dem Depot. Und zwar die Goldaxt 4000. Na okay, so viel hat es auch nicht gebracht. Die Rune Wand bekommt natürlich Eleni. Master Sword brauchen wir auch nicht mehr. Motorobe können wir auch verkaufen. Items, was haben wir da? Mega Herb brauchen wir nicht mehr. Das ist zu schwach. Ja, nein. Wir werden erstmal Eleni die Rune Wand geben. Items. Eleni ist irgendwie meine Lieblingsmagierin hier. Daher bekommt sie sie einfach. Rune Wand, so. Ja, da. Okay, plus eins. Ja. Naja. Wird sich jetzt nicht so lohnen. Gut, wir sind auf aktuellsten Stand. Besser geht's einfach nicht mehr. Nein, wo gehe ich denn hier hin? Ich wollte nochmal in den Shop. Shop, genau. Guten Tag, was wünschen die? Ich hätte gerne noch ein paar Life Orbs. Genau. Holy Age 20 haben ein paar von uns, das sollte reichen. Life Orb. Er braucht, glaube ich, keine, weil er hat keinen Mana-Bedarf. Er auch nicht. Sie hat Mana-Bedarf. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch zwei in unserem Depot. Huxley bräuchte auch noch eine. Sie braucht keine. Er auch nicht. Er auch nicht. Sie hat noch eine. Er hat auch noch eine. Er braucht auch keine. Okay. Dann war es das hier soweit. Müssen wir nur noch die Items. Puh, ist das ein Hin und Her hier. So, er ist ausgesorgt. Er zwar nicht. Nein. Eleni hat. Huxley nimmt den Mega Herb weg und gibt ihn ans Depot. So, und dann gehen wir von Depot. Life Orb geben wir Huxley. Genau. So, dann haben jetzt, glaube ich, alle das, was sie brauchen. Life Orb so. Mega Herb. Okay, Clint kriegt noch ein Age 20, genauso wie Diego. Sie hat. Er hat auch. Great Axe brauchen wir eigentlich gar nicht. Mega Herb. Mega, Mega Herb. Das ist zu viel Mega Herb hier nach meinem Geschmack. Verkaufen wir alles den Mist. Guten Tag, ich kann das nicht mehr hören, was du da sagst. Cell, so, hier, komm, Mega Herb, weg damit.
Mega Herbeck. Ja, okay. Okay. Great Axe weg. Mega Herb weg. Mega Herb. Das bringt doch gar nichts mehr. Ich glaube, das würde uns nicht mal mehr voll heilen. So. Sarah, Live-Op und Schiffbook. Ja, genau. Das Schiffbook müssen wir jetzt endlich mal benutzen. Ne? Wir stehen sehr offensichtlich vor unserem letzten Kampf. Mithril weiß ich auch nicht, wozu das noch notwendig sein soll. Wir können es nicht mehr nutzen. Denke ich, daher können wir es genauso gut verkaufen. Genau, so, bei Items. Jetzt holen wir noch einmal Holy Age 20. Ja, ja, noch einmal. Ja, einmal. Dolan einmal. Grog einmal. Kira natürlich einmal. Ach, ich habe gar kein Geld mehr. Verdammt. Dreckschwein. Nächstes Mal klauen wir das. So, sehr schön. Jetzt speichern wir nochmal die ganze Sache. So. Move. Leaf Town. Wir haben alles eingestellt, oder? Ja, haben wir. So, bevor wir Dolph jetzt aber gegenübertreten, wollte ich noch was loswerden. Wenn in diesem Part das Spiel enden sollte, und ich glaube, das wird es, war es noch nicht ganz das Ende. Ich habe da noch ein kleines Bonus vorbereitet, worauf ihr euch freuen könnt und ich mich auch schon freue, aber dazu am Ende des Parts mehr. So, und jetzt gehen wir endlich zum finalen Kampf. Beeindruckend! Ich habe sie arg unterschätzt! Dolph, was sind Ihre Pläne? Wenn dies so weitergeht, werden alle Bewohner Ishtarias sterben! Wollen Sie über ein Königreich von Geistern herrschen? Hoho, Sie haben mich völlig missverstanden! Ich strebe weder nach Macht noch nach Ruhm! Ich will Rache für den Tod meines Vaters Ares. Ah, okay. Er war sein... Ares der Weise? Der größte Held Ishtarias war Ihr Vater? Vater war der größte Patriot in unserer Geschichte. Doch er wurde benutzt und dann wie ein Stück Kohle weggeworfen. Sein Platz in der Geschichte wurde vergessen. Obwohl die Leute den Wohlstand genossen, der so hart mit seinem Blute erkämpft wurde. Ich schwör mir an, den Menschen Rache zu nehmen, die ihn vergessen haben. Dann traf ich Xeno und erfuhr von den Flammen des Urteils. Schwachkopf! Eine solche Kraft wegen kleinlicher Rache einzusetzen. Sie würden die Welt zerstören, nur um ihre unbedeutenden Rechnungen zu begleichen? Ihre Worte rühren mich nicht. Diese unreine Welt kann nur durch Feuer gereinigt werden. Sie sind im Unrecht. Wenn diese Welt auch sündhaft ist, so ist das Leben doch ein kostbares Gut. Gut und Böse, Liebe und Hass. In jedem steckt das Potenzial für beides. Sie würden die Menschheit wegen ihrer Sünden vernichten? Um sie zu retten, würde ich mit den Göttern kämpfen. Scheinheiliger Hund, wie viele Seelen haben Sie selber von Ihrer körperlichen Hülle befreit? Weshalb versuchen Sie dann nicht selber, mich zu stoppen? Ach du meine Güte, aus Rache. Okay, wir sind jetzt aber im Kampf und müssen erstmal schauen, wie wir das hier alles bewerkstelligen. Und ich denke, der Kampf hat sicher noch eine Überraschung für uns auf Lager. So, wir haben hier Megaguards, Bahamuts, natürlich Ranges, Nahkämpfer, Magier. Ja, und das war's auch soweit. Dolph persönlich hat 280 HP, Level 34.
trägt eine Doom Crown und Doom Mail und kann heilen. Ich glaube es ja noch. Healing Circle. Ich weiß jetzt gar nicht, hat er keinen direkten Angriff? Er wird seine Verbündeten wohl heilen, wie es ausschaut. Okay, schauen wir erstmal ganz kurz. Ich habe schon einen Plan. Wie weit kommt Dolan? Bis hierher. Ne, bis dahin. Okay, wie weit kommt Grog? Auch bis dahin. Ja, okay, machen wir. Wir bauen hier erst einmal eine kleine Barrikade auf. Mit Grog, Dolan und Ash, würde ich sagen. Ja, genau. So, und da hier vorne eine Menge Wächter sind, wird sich der Zauber Salamander und auch andere Zauber relativ gut eignen. So, und damit starten wir auch. Drache, erwache noch einmal und zerstöre das Unrecht über unserer Gruppe. Ja, das fängt schon mal gut an. Alle kriegen ein bisschen Schaden. Hier wird keiner verschont. Absolut keiner. Obwohl ich fast schon von ausgehen muss, wenn Dolph einen Healing Circle Zauber hat, dass er vielleicht sogar alle wieder hochheilt. Daher müssen wir in unserem Zug viel Schaden machen. So viel Schaden, wie nur geht. Genau. So, sie kommt dann auch noch zum Zug. Endlich mal das Schiffbuch zu benutzen, hoffe ich doch mal. So, Zoha wird ihm gleich tun. Ja, er stellt sich mal hier hin. Das sieht einfach mal schicker aus. Und geht auch noch mal mit Salamander an den Start. Salamander! Ja, schön Schaden schlucken, ihr Penner. So, um nochmal auf Dolph zurückzukommen. Na klar, es ist blöd, wenn sein Vater irgendwie verraten wurde, nicht gehört wurde, keiner an ihn geglaubt hat. Aber ist es das wert, die Welt zu zerstören? Nur aus Rache? Nein, ist es nicht. Und dazu sind wir da, um das zu verhindern. Ganz einfach. Okay, so. Gut, mehr Flächenschaden gibt es hier erstmal nicht. Wir könnten... Müssen wir mal schauen. 85, 173. Ah, das wird nicht so ganz hinhauen. Among the Buguet. Ach, die sind zu weit entfernt. Zu weit entfernt, okay. Wir gehen trotzdem erstmal auf den Mega Guard. So, Baguette Supreme für die Maschinen. Okay, hat wohl doch nicht so ganz geholfen, der Spruch. So, und Diego macht das Ganze genau andersrum. Mal schauen, ob es hier was wird. Nein, auch nicht. Gut, okay. So, die Skyhawks werden... Ja, sie werden, ja, sich auch hiermit anschließen. Ich weiß, wir hängen schon wieder alle auf einen bestimmten Radius hier zusammen, am Gruppenkuscheln, aber irgendwie, ja, müssen wir uns hier sammeln, ganz einfach. So, Huxley bleibt natürlich wie immer hinten. So, Schaden gegen uns ist noch nicht gefallen. Dann schauen wir mal, was der erste Zug des Gegners bewirkt. Okay, Darius, das erste Ziel. Au! Du Drecksack! Das alleine bringt's aber noch nicht. Und für den Rest macht wohl der Mega Guard, nehme ich an. Ja. Okay.
Okay. Ihr Biester, das werde ich nicht vergessen. Ja, ich auch nicht. Gut, er geht auf Kira. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und tschüss. Okay. So, der nächste bitte. Bahamut geht auf... Eine schlechte Wahl. Wirklich eine sehr schlechte Wahl. Hier, nimm Baguette. Lecker. Fast schon gereicht. Okay, ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen wegen Dolphs Healing. Was er da eventuell alles heilen kann. Oh, gut geblockt, du Drecksack. Mega-Typ. Nein. Du dreckiges Mistvieh. Okay. Sehr oft trifft es auch unsere Skylords. Das ist ein bisschen seltsam. Evil Scream. Natürlich auf Dolan. Aber das wird nicht ganz ausreichen. Ah, da ist ja noch ein Magier. Auch auf Dolan? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ah, natürlich. Na gut. 3 hat es jetzt schon von uns getroffen. Das ist bitter. Okay. Eleni, naja. Du wagst es wirklich, Eleni zu schlagen? Du Rüpel! Es gibt natürlich gleich mit dem Stab aufs Fressbrett. So, wem nimmst du? Grog, das halte ich für eine sehr schlechte Idee. Grog mit Ragnarok. Oh ja. Das macht Spaß, das zu sehen. Okay. Noch haben wir hier alles im Griff. Das ist natürlich auch eine sehr schlechte Idee. Ha! Und Level 30. Nice. Nur bringt uns das jetzt nichts mehr. Okay, die Ranges sind ja auch noch da. Okay, und Dolph. Was passiert? Gar nichts, er macht nichts. Schön. Er heilt erstmal nicht. Bahamut, um den kümmere ich mich erstmal gar nicht. Um ihn auch nicht. Ihn ja. Ihn... Ja, die haben ja alle so wenig Energie, das lohnt sich nicht wirklich. Wir gehen erstmal auf den Bahamut hier. Baguette Supreme Machine, yeah, du dreckiges Mistvieh. Zu Ende geflattert. Okay. Jetzt lohnt sich zumindest ein etwas. Nein, und da kommen wir jetzt nicht durch. Wie machen wir das? Ja, wir machen hier erstmal Salamander, um das ganze Kleinkruppzeug hier noch wegzubächen, was jetzt nur so 7 oder 20 HP hat. Da lohnt sich es einfach nicht, jetzt einen Zug von jedem da zu opfern. So, das war's für dich erstmal. Ja, für dich auch. Oh, hier geht ganz schön was drauf. 81, nice. 4 Erfahrungspunkte für so viel Schaden ist ja auch schon eine Schweinerei eigentlich. Aber okay.
Eleni ist genügsam. 31 schon. So, die beiden Magier sind jetzt irgendwie am störendsten von allen. Das, bis auf den Drache sind hier alles Ranges nur. Wo ist Diego? Diego ist hier. Okay. Da macht Diego mal ihn weg. Schnell. Drecksack. Dolph, wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. So, ich überlege die ganze Zeit, wie wir mit Sarah unser Schiffbuch hier hinbekommen. Aber wir müssen erstmal vor. Es hilft ja nichts, wir müssen vor. Clint geht mit. Was haben wir noch an Nahkämpfern? Ich würde ich erstmal eigentlich nicht raten. Du bleibst bitte etwas abseits. Das könnte doch eine Menge Schaden geben. Soha. Das könnte sich lohnen. Preußen klaut. Ja, immerhin 3. 1, 2, 3, 4 sogar. Okay, versuchen wir es. Preußen klaut. Sehr schön. Nein. Ja. Ja. Schön. So, Sarah stellt sich mal mit hinten an und gibt. Ich bin mir halt unsicher, weil wenn Ache hier die volle Dröhnung abbekommt, geben wir ihn mal Perfect Guard. Okay, und Level Up, natürlich. Gut. So, die haben alle vorbei. Eleni bräuchte Heilung. Ich brauche Heilung. Lohnt sich das? Ja, ich denke schon. Action Magic. Nee, wir nehmen erstmal das Item und heilen hier alle etwas. So, und im nächsten Zug will ich endlich mal das komische Schiffbuch benutzen. Ich hoffe, das lohnt sich. Und falls nur gegen einen geht, ist es auch egal. Aber wir wollen es zumindest nochmal sehen. Okay. 91 Erfahrung. So, okay. Voll geheilt. Hat, glaube ich, auch seinen Support, seinen Perfect Guard drauf. Naja, schauen wir mal, was jetzt hier drauf geht. Ja, erstmal gibt es da noch ein bisschen Giftschaden. All inclusive. Okay, wer ist der Erste? Sarah, natürlich. Nice! Super gemacht. Amor. Okay. Das kommt aber, glaube ich, zurück. Nein, doch nicht. Okay, auf wem? Ah, okay. Massen. Massenzauber. Nicht schön. Okay.
40, naja. 71, schauen wir mal. So, was machst du? Evil Scream auf. Lass mich raten. Okay, falsch geraten. Ich dachte ihm Zara. Clint ist auch nicht so gut. Gut, dreckiges Mistvieh. Und auf wem? Block dich, bitte. Bitte komm, Clint, block dich. Nein! Zum Kuckuck, tut mir leid, ich muss weg. Okay, die vierte Person, die jetzt schon draufgegangen ist. Aber was ist mit Dolph? Wieso heilt er nichts? Er macht noch nicht mal was. Okay. Das können wir natürlich zu unserem Vorteil nutzen. So, wie viel hat er? Ja. Wie weit kannst du gehen? So, ich denke, dass sich keine bessere Gelegenheit mehr bieten wird, das Schiffbuch zu nutzen. Dann nimm mir es jetzt für ein, weil ich will mal wissen, was das überhaupt ist. So. Oh, okay. Messer-Attack. Das ist schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin eher von irgendwas Magischem ausgegangen. Na, okay. So, wir müssen hier die Magier loswerden. Grog mit Ragnarok. Rinnenkrop. Ich krieg immer das Kotzen, wenn ich euch Magier sehe. Da muss ich euch wegstoßen. So, hier bleiben wir natürlich auf Bogen. Ach du meine Güte, was war das? Das war heftig. Gut, ihn klatschen wir auch noch aus seinen Mülleimer-ähnlichen Rüstungen. Ah, nein! Und er schießt auch noch zurück. Hey, ich habe eine Kanone am Arm. Hey, ich bin cool. Hey. Ich bin aber vergiftet. Du Drecksack. Okay, so. Den Magier kriegen wir hier erstmal nicht weg. Leider. Eleni. Nee, wir gehen mit Salamander nochmal lang. Salamander! Ah! Tja. So ist es. Wer sich mit Ash und seine Kollegen anlegt, zieht meist den Kürzeren. So, Zoa ist auch noch da. Na, er alleine wird es aber nicht schaffen, glaube ich. Er könnte mit Avalanche eventuell den einen da noch loswerden. Mit ein bisschen Glück. Nein, doch nicht. Na, gehen wir auf den Magier. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt viel Schaden macht, aber vielleicht macht das Gift den Rest. Und es ist ja auch nur ein kleiner Kieselstein. Bams. Ja. Aber doch eher nicht so nutzvoll. So, und ich... Stellt sich hier mal mitten rein. Huxley. So, wer ist denn hier alles angeschlagen? Sarah. Ja, okay. Nee, das machen wir natürlich mit einem Ultra-Heal. Da brauchen wir jetzt keinen Supreme für. Ja. Nee, Sarah müssen wir schon noch mit. Genauso.
Also jetzt in der momentanen Situation kommt mir das nicht wie ein Endbosskampf vor. Da kommt mir eigentlich relativ... Okay, wir haben zwar schon Verluste gehabt, aber jetzt so, dass es so extrem schwer momentan ist. Ich sag mal noch nichts. Wer weiß, was danach kommt. Ihr seid erstmal dran. Okay, Zoha. Na, das wird doch nichts. Ja, das wird auch nichts. Also entweder hat Dolph das Healing Circle nur für sich oder es spawnen noch irgendwelche anderen Mobs. Weil er hat gar nichts gemacht. Noch gar nichts. Und er steht gleich alleine da. Mal schauen. Okay, du schießt auch nochmal auf Zoha. Wird dir zwar auch nichts bringen, aber okay. Kommt drauf an. Was macht Dolph? Er bewegt sich. Sarah? Na. Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Er hat sie nicht gewonnen, hittet. Sie hatte keine volle HP, aber... Was macht der für einen Schaden? 155? Ja, da machen wir schon ein bisschen mehr. Aber das ist ja übel. Das ist wirklich übel? Verdammt. Okay. Na gut. Okay, Bless Weapon. Wir werden echt noch ein bisschen pushen. Attack up. Der erste Hit wird sitzen, Dolph. Das verspreche ich dir. Na, erstmal werden wir den Magier hier beseitigen. Ragnarok mit Rock am Grock. Bam. So, schön. So, Eleni hat, glaube ich... Ja, hat sie. Alles klar. Ich bezweifle, dass er jetzt echt 161 reinbringt. Ehrlich gesagt weiß ich es aber nicht. Okay. Wir gehen mal auf sicher. Wir speichern mal im Battle direkt. Um das nochmal korrigieren zu können, falls es schief geht. Aber ich glaube es einfach nicht. So, hier, Dolph, wie findest du denn das hier? Hahaha. Sehr schön geblockt. Das Blöde ist jetzt, wir wissen nicht, was er an Schaden macht. Okay, ja, wir gehen nochmal mit Diego auch nochmal drauf. Wir zwingen ihn einfach zur Heilung. Und die beiden da oben gehen mir auch tierisch auf den Sack. Daher nähern wir uns mal von hinten. Und verteilen nochmal eine Poison Cloud. Ja. Ah, bringen wir euer System durcheinander. Nein! Okay. Okay, er kann nochmal drauf snipern. Und mit Eleni müssen wir uns heilen. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, sehr schön. Okay, noch ist der Kampf hier, ja, easy, sage ich mal. Noch können wir das handeln. Ich weiß aber nicht, ob Dolph noch irgendein Ass im Ärmel hat. Bei Kane hatten wir auch auf einmal gestaunt, wie er sich da verwandelt und so. Na gut, schauen wir mal. Hm.
Also, auf wem geht ihr denn so? Auf Ash, okay. Okay. Ja, nehme ich mal auch an. So, wenn jetzt Dolf auf uns noch geht, wird's interessant. Na, er geht sich heilen, okay. Na, fast eine Vollheilung. Und nur für sich. Okay. So, Dolan. Zoha. Magic. Spread. Nee, reicht nicht. Salamander? Ja, komm. Machen wir noch einen Salamander. Ah, er zieht eine schöne Feuerspur durchs Map, genau. Okay, er ist schon mal weg. Ja, du kriegst auch noch Schaden, mein Freund. So, gut. Ich hoffe, wir kriegen diesen Bogentypen da noch weg. Baguette Supreme! Jawohl! Und Löffel ab! Okay, okay, okay. So, er hat er noch Tech Up? Nein, hat er nicht. Ich könnte mir denken, dass das schwer wird, wenn er jetzt direkt angreift. Daher heilen wir ihn nochmal. Ach, schon wieder Level Up, das gibt's doch nicht. Immer dann, wenn man es nicht mehr braucht, wahrscheinlich. So, jetzt ist die Frage, wenn wir mit echt draufgehen und er uns mindestens die Hälfte wegzieht, woran ich gerade denke, dass das so sein wird, und uns nochmal hittet, haben wir verloren. Daher werden wir erstmal nicht angreifen. Wir können noch nicht ausmachen, was er uns reindrückt. So, na dann. Auf Zoha, okay. Das schaffst du sowieso nicht. Oh, sehr gut geblockt. Sehr nice. Sehr schön. Okay. Okay, beenden wir diese Farce. Na. Gib mir noch einen kleinen Kieselstein. Avalanche! Für die Seelen, die unter dir leiden mussten, mein Freund. So. Und den Rest geben wir jetzt mit Ash. Und das war's dann auch, du Drecksau. Schön, schön, schön. So, Dolan. Das ist für alle Seelen in Vandalharz, die du Schaden angetan hast, die wegen dir sterben mussten, die wegen dir keine Väter oder Mütter mehr haben oder Kinder mehr haben oder sonst was. Friss das, friss Wendelharz, du Drecksack, Schwachkopf, ich möchte sehen, wie sie das machen wollen. Och nee. Nein, 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 nein. Dolph Dark Angel? Was ist das jetzt für ein... Saint Buster? Valhalla Mail? Spell Dynamo Ham? Okay, 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 okay. Also 165 sieht jetzt nicht so unschaffbar aus an HP.
Nur sind wir hier alle meilenweit entfernt. Gut, dann gehen wir einfach mal ran, ein Stück. Okay, ich habe damit irgendwie geahnt, dass hier noch irgendwas ist. Naja. Hier, Dolph Dark Angel. Friss mein Baguette. Extra lecker. Lecker, lecker, lecker. Okay. Gut, hier haben erstmal alle volle Energie. Ich glaube nicht, dass du, kleiner Drecksack, hier noch zu irgendwas kommst. Zumal kann er sich gar nicht bewegen. Wir haben ihn eingeschlossen. Was macht er? Was macht er? Dynamo Ham. Okay. Okay. Ja. Das war jetzt alles, oder was? Komm, hier. Du kriegst noch. Was kriegst du hier noch? Moment, wir machen das anders. Ja. Weiß gar nicht, ob Grock noch ein Live-Orb hat. Nein, hat er nicht. Okay. Okay. Heilung, ja. Ich weiß nicht. So viel Schaden macht er jetzt nun auch nicht. Na gut. Wir machen mal den Weg frei und geben ihm noch ein... Ja, was geben wir ihm noch? Da können wir ihm gar nichts geben mit. Wir geben ihm einfach so eine. Was hat er nochmal für Defense? Ha. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für dich, mein Freund. Im Namen von Vandalheart wirst du nun gerichtet. Für alles, was du dreckiger Pisser getan hast. Ja. Nein, nein, fuck. Hä? Au! Er hat ein Schwert. Und verdammt viel Defense, muss ich sagen. Okay, jetzt sind wir doch nochmal gezwungen, hier zu heilen. Okay, das dachte ich nicht. Okay, er hat uns ein zweites Mal dran gekriegt. Das erste Mal dachte ich auch, wir haben es beendet mit diesem Schlag. Ah, das war wohl doch noch nicht so ganz gut. Natürlich hätten wir jetzt auch die ganzen Member zusammenscheren können und ihn wegbächen sollen. Aber ich finde, dass der Träger vom Vandalheart die Rache zusteht. So, das ist jetzt dein letzter Zug, mein Freund. Dann mach mal was raus. Du bist allein. Allein, 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 allein. Dynamo Ham. Okay. Okay, okay, okay. Okay, so, genug okay gesagt. Der Schlag wird das ganze Let's Play bis auf den Bonusteil jetzt beenden, nehme ich an. Also friss das Dolph Dark Angel und geh dahin, wo du herkommst. In den Dreck zurück. Ja! Nice. Und schon wieder Level Up. Und gewonnen. Wir haben es geschafft. Wir haben Dolph gestoppt, meine Freunde. Und natürlich deine ganzen Schergen. Und haben auch Verluste erlitten. Damn. Endlich ist es vorbei.
Vater! Dolph, es ist aus. Lassen Sie es. Rache für den Vater. Ich verstehe Sie da besser, als Sie glauben. Aber nachdem die Rache geübt ist, bleibt nichts weiter als eine schmerzende Narbe, Dolph. Dolph, Sie können noch einmal anfangen. Mit Ihrem Genie könnten Sie viel tun, um das Land wieder aufzubauen. Diesem Land helfen? Sie verstehen immer noch nicht. Dieses Land war auf dem Weg zur Vernichtung. Ich beschleunige dies lediglich und mache die Mittel seiner Vernichtung rein. Nun soll die Welt dem Urteil unterliegen, wie mein Vater. Dolph, tun Sie es nicht. Sie müssen aufhören. Flammen des Urteils, verzerrt alles auf ihr, was ihr seht. Verzerrt unsere Seelen, verzerrt diese Welt. Mit seiner letzten Kraft hat er die Flammen freigesetzt. Es darf nicht wahr sein. Wer kann uns jetzt noch retten? Es ist schlimm. Es breitet sich immer mehr aus. Ich nimm dein Schwert. Ich werde Wendelhart einsetzen, um seine Kraft zu zerstreuen. Echt? Nein, das ist zu gefährlich. Hier hilft nichts mehr. Ja! Echt? Hat es funktioniert? Anscheinend sind die Flammen aus, aber... Echt? Wo ist Echt? Er ist mit den Flammen verschwunden. Nein! Echt! Kommen Sie zurück, Echt! Ach, verdammt. Und stopp. Bevor wir uns das kommende wirklich super schöne Lied und den Endscreen anschauen, möchte ich noch kurz auf den angesprochenen Bonus eingehen. Und zwar gibt es im ganzen Spiel 6 geheime Schlüssel zu finden, die es euch ermöglichen, eine legendäre Rüstung zu bekommen. Welche zwar nicht vonnöten ist, jedoch gibt es bei jedem Schlüssel einen Extrakampf, den ich auf jeden Fall mit drin haben möchte. Doch was müssen wir wo dafür tun? Das sehen wir in den nächsten Parts, wenn ihr Lust habt. Ach so, und bleibt dran, nach dem Endscreen gibt's noch eine kleine Überraschung. Viel Spaß! Kad bi svi ljudi cijelog svijeta znali da djeci treba mir, duša u igri puna snage u slobodi, nada u budući miran san. Let je let i pad je let, se la vi, mon ami, u sjaju je linija neba i nas. Tuga svijeta ne gori, neka ljubav se rodi, i pad je let. Kad se pada, postoji nada, se la vi, mon ami, sve će to jednom prekriti snijeg. Moja duša ne gori, neka vječnost se rodi, let je let i pad je let, mon ami. Thank you.
Einer nach dem anderen vergehen die Tage. Ein endloses Band, immer wieder ein Morgen. Aber nichts geschieht, worüber man berichten könnte. Diese Ocarina, diese Melodie, kann es sein? Ich. Es kann. Sie sind wieder da. Ich hab so lange gewartet. Mon ami, où s'y a eu l'idée de vaillas, tu gaspilles ne corine canu passerodi, qui pas de lettre de se, mon ami. Se pada fosto in ada salavi, mon ami, sveče to jedno prekriti sne. Moja duša ne gori, neka vječnost se rodi, leti, leti, padje, leti.